Und sie will gleich 100. Okay, wir fahren mal auf die Insel. Wir können ja auf der Insel inzwischen schlafen, von daher ist das kein Problem. Für die Strandhütte. So, tja, gehe ich jetzt einfach auf Nüssejagd? Ich könnte natürlich hier auch erstmal ein bisschen aufräumen. Das hier wird wahrscheinlich auch immer wieder mit Jahreszeitenwechsel gefüllt, das ganze Gebiet hier, nehme ich an. Wobei, nicht mal unbedingt. Wir haben ja hier gar keinen Jahreszeitenwechsel. Hier haben wir auch noch das Rätsel mit der alten Frau und ihrem Mann. Wir sind noch so weit davon entfernt, dieses Spiel durchzuspielen, Leute. Post ausliefern. Baut er mir jetzt hier einen Briefkasten hin? Das ist ja cool. Ah, okay. Das heißt, ich kriege jetzt hier auch immer meine Post. Also man kann hier sich wirklich so ein zweites Standbein aufbauen. Oh, Tagebuchfetzen erhalten. Nice. Aber es gibt ja so viele Stellen auf dieser Insel, wo man diese Nüsse braucht. Die kann man ja... Also ich gehe davon aus, dass man die nicht ausschließlich nur über das Finden draußen sammeln muss, sondern dass man die mit Sicherheit auch in der Mine sammeln muss. Das ist ja doch arg viel, was man da bekommen kann. Habe ich zumindest den Eindruck. Okay, das ist richtig nice. Drei Schläge nur für den großen Brocken. Richtig gut. Das Feld haben wir relativ schnell freigeräumt jetzt hier. Ich verbrauche auch kaum noch Ausdauer. Das ist halt schon richtig gut. Was fehlt uns eigentlich noch an Fähigkeiten? Es gibt Rätsel, wo du welche bekommst, in der Mine, beim Fischen und durch Sammeln. Okay. Ja, das meine ich halt so. Also ich denke, dass wir nicht ausschließlich alles übers Suchen auf der Insel finden werden. Und einen Teil der Rätsel haben wir ja auch schon gelöst. Das heißt, ich werde kurz oder lang werde ich sowieso noch mal ein bisschen in der Mine im Vulkan rumrennen müssen, um da die Sachen zu sammeln. Der Papagei ganz rechts auf der Insel bei dem Jungen gibt dir jeden Tag verschiedene Tipps. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. So, jetzt haben wir erstmal das Feld hier freigeräumt. Auf jeden Fall gleich mal hin, dem Papagei von dem Jungen. Aber erst will ich das Feld einmal hier freigeräumt haben. Schupp.
Oh, hallo. Helm Dangerfield, danke für deinen Raid. Und schönen guten Morgen euch allen. Wir sind gerade ganz entspannt dabei, unser Feld hier auf der Insel freizuräumen. Es passiert gerade gar nicht so viel. Schönen guten Morgen. Was habt ihr denn gespielt? Habt ihr auch Stardew Valley gesuchtet? Ihr seid auf Empfehlung hier. Hallo. Ah, Todak. Alles klar. Ich kann den Braten riechen. Hallöchen, hallöchen. Freut mich auf jeden Fall. Ah, Core Keeper habt ihr gespielt. Okay, habe ich schon mal was von gehört. Danke, Chris. Warst wieder schneller Finger. Todak, schönen guten Morgen. Ich nehme dann an, dass ich auf deine Empfehlung geradet wurde. Das freut mich. Das ehrt mich. Ich danke auf jeden Fall. Möglicherweise. Ich habe mich schon gefragt, wo du steckst. Ich habe dich ein bisschen vermisst. hier gibt's Thora-Knollen. Taro-Knollen, meine ich natürlich. Ja, danke auf jeden Fall. Dann gesellt euch gerne zu uns. Hier haben wir wieder was Neues. Okay. Danke für deinen Follow. Okay, was hat der Junge zu sagen? Das ist neu. Kommt er ja genau richtig. Spannung. Action bei Stardew Valley. Okay. Oh, das ist, glaube ich, auch das Standard-Sprite. Du Vogelfreund? Er tippt uns einfach an. Scheint gut. Ja, wir haben Stardew Valley auch extrem lieben gelernt. Das ist schon wirklich, wirklich klasse. Sie fragt, ob du Vogelfreund bist. Ich sage ja. Okay. Wie bist du hier gelandet? Wo sind deine Eltern? Wie bist du hier gelandet? Großer Sturm. Wellen. Blitz. Mutter, Vater, vom Meer verschluckt. Ich wurde an Land gespült. Nein, 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 das war nur ein Traum, oder? Nein, ich bin hier geboren, genau wie all die anderen Vogelfreunde. Sieht man das nicht? Ah, ich stehe meiner Lordschaft L mit moderatorischen Fähigkeiten zur Seite. Und mit dem einen oder anderen Diss natürlich, alles klar. Aha, daher weht der Wind. Ich verstehe, ich verstehe. Meiner Lordschaft Elm, okay. Wenn du ein Vogel bist, wie kannst du sprechen? Wie alt bist du? Naja, die Papageien können ja auch reden. Ist ja Quatsch. Alt? So denken wir nicht. Wir sagen, wie viele goldene Walnüsse hast du gegessen? Ich habe 3729 goldene Walnüsse gegessen. Was? Super. Das sind 3729 goldene Walnüsse, die wir definitiv nicht mehr sammeln werden. Aber du wirst erst ein Ältester, wenn du 10.000 gegessen hast. Okay. Hey! Du stirbst nach einer Walnuss? Warum das denn? Hast du eine Nussallergie? Ich erinnere mich. Mein Name. Er ist Leo. Okay, Leo. Also wieder einen neuen NPC kennengelernt. Nur auf Walnüsse? Hä, wie geht das denn? Wie kann man denn nur auf einer Nusssorte allergisch sein? Huch, was? Jetzt habe ich nicht... 6 versteckte Westen. Sechs versteckt im Westen? Frag mich nicht.
Warte, wo war Westen? Da war Westen. Also nach links. Also nur zu eurer allgemeinen Information, jetzt für Elm und auch für die anderen, die da neu dazugekommen sind. Ich bin ein relativer Stardew Valley-Anfänger. Das heißt, viele von den Sachen, die hier passieren, kenne ich zu großen Teilen noch nicht. Wenn ich da Hilfestellung brauche, frage ich euch auf jeden Fall, falls ihr selber mehr Stardew Valley-Erfahrung haben solltet. Aber ich versuche, den Großteil der Sachen selber rauszufinden. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe hier schon sehr viel gute Hilfestellungen von den Leuten bekommen, die hier so dabei sind. Meine ganzen Stardew Valley-Sucht, die ist hier. Das heißt, wenn ich manchmal ein bisschen auf dem Schlauch stehe, das ist hier völlig normal. So, warte mal, was ist mit dir? Okay, ah nee, es ist einfach nur eine wachsende Palme. 6 versteckt im Westen. Was heißt denn 6 versteckt im Westen? Das hier ist doch Westen. Heißt das jetzt, dass ich einfach 6 Walnüsse hier am Strand angeln kann, oder? Wir sind keine Süchtigen, wir sind Vernichter. Wie meinst du das denn? Das musst du mir jetzt erklären, Monique, wie du das meinst. Kann ich das hier wegmachen? Nee. Sechs versteckt im Westen. Wahrscheinlich muss ich wirklich einfach angeln. Oh. Oder ich muss hier auf jeden Fall noch eine sammeln. Oh, Schlafenszeit. Ich kann mich erinnern, dass ich hier bei uns auf der Insel auch ein paar Sachen eingelagert hatte. Ich beim letzten Mal gar nicht mehr so geschaut habe. Ist alles noch kahl, völlig unberührt. Hier habe ich noch einen Iridium-Sprinkler. Ja, hey, hier ist er ja gut aufgehoben. Und noch eine seltsame Saat. Eieiei. Okay, also ich muss morgen doch nochmal nach Hause. Das bringt ja nichts hier. Aber wir schlafen jetzt erstmal. Achte auf den Boden, wenn du was Auffälliges siehst. Huch, was stand da gerade? Ach, ihr konntet es wahrscheinlich auch nicht lesen, weil meine Webcam darüber ist. Verdammt. Irgendwas stand da gerade, ich konnte es nicht lesen. Wer bist du denn? 20? Ah, 20 Walnüsse. Ah, Teleportturm bauen. Oh. Das ist cool. Oh, warte mal, das Tagebuch? Waffenverzauberung. Kunstvoll erlaubt es dir, Spezialzüge schneller auszuführen. Käferkiller fügt Käfern mehr Schaden zu. Vampirisch entzieht einem Monster gelegentlich Lebenspunkte. Kreuzritter fügt unheiligen Monstern mehr Schaden zu. Heumacher, beim Unkrautschneiden erhält man mehr Fasern und auch eine Chance, Heu zu sammeln. Oh, das ist richtig gut. Werkzeugverzauberung, mächtig, verursacht mehr Werkzeugschäden an Steinen, Bäumen und dergleichen. Streckung erhöht die Aufladekapazität für einen größeren Wirkungsbereich. Rasur, Möglichkeit, beim Hacken zusätzliches Holz abzuschälen. Bodenlos, die Gießkanne wird nie austrocknen. Wow. Jo, Maddie, alles klar, bis später. Danke, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, weil wir sind ja jetzt auch nicht mehr so lange da. Also du bist vielleicht nachher noch da, aber ich verabschiede dich schon mal. Großzügig, mehr unter der Erde ausgraben, okay. Archäologe, größere Chance, Artefakte und Knochen zu finden. Effizient, braucht keine Energie beim Benutzen. Schnelles Schwenken eines Werkzeugs. Okay, also die Verzauberungen sind schon, die scheinen mir schon ganz schön mächtig, wenn ich das so lese. Und das kann ich ja, nein. Aber das kann ich doch einfach mal hier verkaufen. Das brauche ich doch gerade eh nicht. So. Die Höhle hatten wir, glaube ich, schon angeschaut. Also dieses ganze Ding mit dieser Insel hier, das stresst mich ein bisschen tatsächlich, weil
immer dieses Hin und Her. Es ist, glaube ich, denke ich, relativ sinnvoll, jetzt erstmal 20 Nüsse zu sparen, um so früh wie möglich diesen Teleportpunkt zu bekommen, damit wir uns relativ schnell dann immer einfach hin und her bewegen können. Weil da jedes Mal drauf warten, ist doch ganz schön stressig irgendwie. Und die Teleport-Totems sind zwar ganz nett, aber dafür haben wir bei weitem nicht die Rohstoffe im Moment. Ich weiß nicht, ich bin im Moment noch ein bisschen... Ich scheue mich noch ein bisschen davor, die Insel anzugehen. Es erscheint mir einfach noch ein bisschen früh. Ich würde gerne vorher noch so ein bisschen den Hof besser automatisieren, dass das alles einfach ein bisschen besser vonstatten geht, ein bisschen flüssiger, dass ich da nicht mehr so viel machen muss. Wenn wir das erledigt haben, dann würde ich gerne die Insel in Angriff nehmen. So, da haben wir 5 Iridium-Erz wieder. Das ist sehr gut. Dann können wir nämlich als nächstes unsere Axt aufwerten. Ach hier. Gerade den Iridium-Barren gesucht. Das Iridium-Erz meine ich. Gut, erstmal hier das Inventar aufräumen. Das ist ja schon, das sieht ja schon wieder grauenvoll aus. Zack. Das kann weg. Die Wolle kann ich verarbeiten. Dann kommt die auch erstmal raus. Den Ingwer, hatte ich den nicht in die Sommerkiste getan? Nee, die Herbstkiste. Ah, sehr gut. Die Winterwurzel kommt in die Winterkiste. So. Das finde ich doch schon wesentlich besser. Das brauchen wir eh gleich noch. Ach, hier haben wir den Iridium-Sprinkler. Seht ihr, genau. Können wir nämlich das letzte Feld jetzt auch gleich anlegen. Damit die Radieschen auch endlich aufs Feld kommen. Aber wo setze ich das hin, ist die Frage. Ich glaube, ich muss gleich doch nochmal eine Vogelscheuche holen. Scheinreck, komm mal weg da. Wir machen das jetzt parallel zu dem Feld da oben. Aber das ist so gut, dass wir einfach diese Sprinkler kaufen können und die nicht herstellen müssen. Das spart uns so viel Arbeit. Und vor allem können wir das Iridium jetzt halt erstmal für ein paar sinnvollere Sachen verwenden. Und das Schöne ist, wenn wir mit den Werkzeugen dann durch sind, dann können wir das Iridium wirklich für Sachen benutzen. Wie zum Beispiel irgendwelche Gebäude, Ausrüstung für den Hof und so weiter und so fort. Weil das sind ja alles einmalige Aufwertungen jetzt. Und danach haben wir es einfach hinter uns. Mal die Vogelscheuche reicht soweit. Zur Not muss ich wirklich gleich noch eine andere holen. Zack. Jo, oh, nein. Ach, damit habe ich den Mahagoni kaputt gemacht. Das wollte ich nicht. Oh, stimmt. Wir haben ja die Tiere heute noch gar nicht gemacht. Warum müssen die immer alle so geklumpt stehen? Wir müssen das mal hier irgendwie... Da muss ich mir auch nochmal was anderes einfallen lassen. So, das ist, irgendwie bin ich mit dem Stall im Moment nicht so zufrieden, wie ich es am Anfang dachte. Ah.
so. Ich glaube, ich habe alle. Ja, das sieht gut aus. Achso, jetzt haben wir 2 Tage nichts gesammelt. Und direkt ist das Ding hier richtig voll. Das ist der einzige große Vorteil tatsächlich, dass wir hier diese Autosammler haben. Wir können halt so schnell Sachen verarbeiten. Das ist richtig gut. Hä? Sehen die Tiere anders aus? Ich muss wieder zur Besprechung, die 2 Stunden geht. Ach, die seit 2 Stunden geht. Bis später. Todak, falls wir uns nicht mehr sehen, hat mich auf jeden Fall gefreut. Danke für deine Werbung, sag ich mal. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen. Morgen geben wir deine Speedrun-Challenge an, die du eingelöst hast. Ja. Mr. Dangerfield, wir benutzen einige Mods für Stardew Valley. Kann sie dir mal kurz in den Chat posten. Da hast du sie. Weil wir spielen ja am Rechner und dadurch kann ich unterschiedliche Mods verwenden, was eigentlich ganz cool ist. Das ist eine davon. Gute Chonkins Mod ist das. Deswegen sehen die Tiere hier ein bisschen anders aus und auch teilweise die Gegenstände, die man von den Tieren bekommt. Hallo, ich will... Maddie, geh doch mal vor der Tür weg. Ich will da rein. Doch, danke schön. Nein, hallo? Jetzt aber. Da weiß ich ja, wenn ich mal fragen kann, wenn ich es nicht hinkriege, Mods zu installieren. Ja. Kannst du dich gerne an mich wenden. Ich habe auch der lieben Maddie schon geholfen bei ihrer Einrichtung von Mods für ihren Stardew Valley Stream. Zumindest so ein bisschen. Also ich konnte schon so ein bisschen helfen, konnte ich auf jeden Fall. Ist ein bisschen tricky, aber wenn man das einmal richtig eingerichtet hat, geht das eigentlich ohne Probleme. Mein Tablet ist bald da, dann bin ich kurz AFK. Du wolltest mal Expanded spielen? Ah, das habe ich noch nicht gemacht. Liegt aber daran, dass ich das noch nicht weiter modden wollte, das Spiel, weil ich es erstmal in seinen generellen Grundzügen kennenlernen wollte. Guten Morgen, Thilo. Grüß dich. Warte mal. Achso, nee, ist die Tür. Ich dachte, ich habe das Schwein noch nicht gestreichelt. Aber wenn du mich diesbezüglich kontaktieren willst, Elm, dann kannst du theoretisch auch einfach entweder über Todak oder kannst bei uns auf den Discord joinen. Da kannst du mich theoretisch auch anschreiben. Oder da kann man auch mal in Ruhe drüber quatschen. Das habe ich damals bei Maddie auch gemacht. Da erreichst du mich auf jeden Fall eher als über irgendwelche anderen Kommunikationsplattformen. Hast du genauso gemacht? Jo. Ja, ist auch vernünftig. Ich habe auch bewusst nur Mods installiert, die jetzt das Spiel vielleicht optisch ein bisschen beeinflussen, aber nicht inhaltlich. Weil ich dachte, wenn ich ein Spiel neu kennenlerne, dann sollte ich es auch erstmal in seiner ursprünglichen Form kennenlernen und nicht noch irgendwie verfälschen. Hallo, ich will... Scheinra, komm doch da mal weg. Ich kann nicht auf mein Pferd steigen. Die Hühner belagern mein Pferd. Ja, das definitiv. Groß genug ist das Spiel auf jeden Fall, ja. Ich bin auch immer noch ein bisschen geplättet davon. Ich glaube, ich erwähne es, glaube ich, jeden zweiten Stream, dass ich immer wieder schockiert davon bin, wie groß dieses Spiel eigentlich ist. So, man erwartet so ein süßes kleines Farmspiel. Und auf einmal spielt man das 80 Stunden und hat immer noch nicht alles erlebt. Also kann ich schon echt gut verstehen, warum da so große Communities drumherum bestehen und warum so viele Leute das Spiel feiern. Das ist einfach wirklich extrem beeindruckend. Musst du heute mal laufen? Bewegung tut gut. Ja. Das ist korrekt. Hatten wir heute das Thema Essen schon so wie sonst? Nur ganz kurz angekratzt. Monique hatte ganz kurz was erwähnt. Aber ansonsten, wir hatten ja heute eher so das Musikthema im Stream, so ein bisschen ausgedehnt. Auch nicht so viel. Aber etwas. Aber Essen war heute noch nicht dran, nein. Oh, verdammt, ich habe verpasst, zur Schmiede zu gehen. Ah, das wollte ich doch machen.
Jetzt muss ich da wieder einen Tag länger warten. Ja, super. Warte mal, erstmal aufräumen. Ja, genau, Monique hat von Schnitzel und Salat gesprochen. Und ich von Suppe. Weil bei mir gibt's dann gleich nach dem Stream gibt's erstmal Mittagessen und dann gibt's Suppe bei mir. So, da kann ich noch ein bisschen was einräumen. Da könnte ich noch ein bisschen was einräumen. Das kann ich verkaufen. Ich würde wirklich gerne mal wissen, was ich mit dem Stoff anstelle. Ich habe so viel Stoff und kann nichts damit machen. Das nervt mich ein bisschen. Ach, alles gut, Chris. Ganz entspannt. Oh doch, ich mag die Tapete. Die hat was. Ich werde jetzt mal was nachschauen, Leute. Weil es mich einfach interessiert. Ich verrate euch auch nicht, was. Vielleicht verrate ich es euch gleich. Aber ich muss das jetzt einfach mal kurz nachlesen. Hier. Aha. Ah, okay. Gut, mehr lese ich gar nicht. Gut, ich weiß Bescheid. Dann weiß ich ja, worauf ich in nächster Zeit ein bisschen achten muss. Da bin ich ja mal gespannt. Ich mache jetzt ein Geheimnis raus. Spoiler-Alarm? Nein, ich werde nichts verraten. Außerdem habe ich nur eine Kleinigkeit nachgelesen. Ich wollte nur mich einer Sache vergewissern. Und die Bestätigung habe ich jetzt. Das reicht mir. Mehr Spoiler brauche ich nicht. Gut, also Sachen verkaufen und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt tatsächlich mal ins Bett. Schon ein bisschen verfrüht. Denn ich will ja morgen früh direkt die Iridium-Aufwertung machen für die Axt. Das stimmt, da hat sie recht. Wir haben alle Zeit der Welt. Deswegen gucke ich auch noch mal ganz kurz hier unten rein. Ah, da hat sich auch noch nicht viel getan. Okay. Okay. Das jetzt verstehe ich auch, warum Maddie und Sheep meinten, sie haben ihre Keller wirklich richtig randvoll mit diesen Gärungsfässern, mit diesen Reifefässern. Das hat wirklich verdammt lange gedauert. Ah. Einmal die Frau knuddeln, wie jeden Morgen. Wichtig. Ja, wenn man Verpflichtungen hat, sollte man die auch erledigen. Da hat Chris absolut recht. So, ich lagere das Iridium jetzt erstmal täglich ein. Ich fange jetzt nicht an, jeden einzelnen Tag einen Barren zu schmelzen.
Das machen wir dann, wenn es soweit ist und ich wieder... Warte mal, ich kann ja mal den einen auch wegpacken. Zack. Hey, die Erdbeeren sind wieder reif. Oh. Freunde, wo wir gerade beim Thema Essen sind. Die Erdbeer- und Spargelsaison geht wieder los. Freue ich mich richtig drauf. Und die Wassermelonensaison. Ja, Wassermelone. Läuft mir direkt das Wasser im Mund zusammen. Was? Nein. Spargel. Oh ja, Spargel ist toll. Also der Weiße nicht unbedingt, der Weiße ist nicht unbedingt mein Fall, aber grüner Spargel. Lecker. Das Bini war heute auch noch nicht da. Jetzt, wo ich sie gerade hier so sehe. Na, kommst du her? Oh, da haben wir noch eine. So. Alle einmal knuddeln. Oh, war heute auch noch nicht da. Stimmt. Spargel ist eklig. Das kommt drauf an, wie man ihn zubereitet. Die muss arbeiten. Ah, so, okay. Stimmt, ihr steht ja ein bisschen mehr im Kontakt. Kann ja nicht jeder jeden Morgen hier auftauchen. Das vergesse ich immer so ein bisschen. Es gibt auch noch Menschen, die einen normalen Arbeitsrhythmus und Tagesrhythmus haben. Spargel ist super. Ja, sag ich doch. Aber bei Thilo wundert mich das nicht, dass er das sagt. It's the cursed door. Habe ich Scheinra gar nicht mitgenommen. Nee, die steht hier noch. Ja, mit Schinken und Hollandaise, das ist natürlich Klassiker. Ich esse Spargel tatsächlich auch immer sehr gerne in meinen Ramensuppen. Schön Spargel. Im Rahmen, der grüne Spargel, geil. Oder wir hatten jetzt, am Wochenende haben wir Raclette gemacht. Da hatte ich jetzt Spargel auch beim Raclette. War auch lecker. Kann man auch machen. Hä, wo ist Clint? Warum ist er nicht da? Das ist ja eine Schweinerei. Du stöberst durch Clints Besitztümer. Es gibt einen Stapel von Schmiedeschürzen, ein paar Magazine, ein altes Schwert und ein nettes Bild von seiner Mutter. Wir sind ja richtig frech. Ein Tonband befindet sich darin, die ultimative Blues-Sammlung Volume 2. Clint hat den Blues. Wo ist der denn? Macht denn der? Ist der heute frei? Sieht so aus, hä? Was ist der denn? Ach, hier oben beim Gemeindehaus. Okay, na gut. Bin aktuell Strohwitwer. Was ist denn ein Strohwitwer, Chris? Das habe ich noch nie gehört. Oh, aber wir können unseren Iridium-Sprinkler holen, fällt mir gerade ein. Wieder einmal. Bald können wir uns gar nicht mehr retten von den Dingern. Ich weiß noch, wie es war. Das totale Highlight, als wir das erste Mal einen gesammelt haben und jetzt einfach schon gefühlt 20 Stück. Hallo, Krobus, mein Lieber. Du bist wieder gesprächig wie eh und je.
Strohwitwer und Strohwitwe sind Bezeichnungen für eine Ehe oder Beziehung lebende Partner, die zeitweilig allein leben, also Witwer bzw. Witwe auf Zeit sind. Typischerweise trifft eine solche Situation bei Reisen ein, die nicht gemeinsam unternommen werden. Okay, also es ist, finde ich aber sehr drastisch, das trotzdem als Witwer zu bezeichnen. Nur wenn man mal eine gewisse Zeit alleine ist. Das ist doch schon sehr drastisch, oder? Finde ich zumindest. So, den Iridium-Sprinkler lagere ich erst wieder ein. Wenn ich aber hier bin, hole ich gleich noch eine Vogelscheuche und pack die mal auf dem Feld. Können wir die jetzt nämlich hier ein bisschen besser verteilen. Dann stellen wir nämlich eine einfach hier hin. Und die andere stellen wir hier hinten hinter die Mühle. Aber die tut dann trotzdem ihren Zweck erfüllen, nehme ich an. So. Freitag ist auch noch Spezialhändlerin, fällt mir gerade ein. Und da deine Frau heute allein unterwegs ist, bin ich Stromwittler. Witwer. Wittler. Und sie ist Strohwitwe. Verstehe ich das dann richtig, ja? Okay. Ein Magnet. Mhm. Ja, das mit dem Witwer ist schon krass, aber ich habe es nicht erfunden. Ja, ist auch wieder warm. Schiene, blauer Hocker, seltene Saat. Die nehme ich natürlich wieder. Dum, dum, dum. Achso, nee, bei Mani gab es nichts Neues. Du Armer. Ach, ich denke, wenn man schon eine gewisse Zeit verheiratet ist, gibt es mit Sicherheit auch Momente, wo man einfach mal ganz froh ist, wenn jeder für sich Zeit verbringen kann. Gibt es bestimmt auch Menschen, die sagen, oh nein, ich liebe es, jeden Tag Zeit mit meinem Partner zu verbringen. Das ist auch vollkommen legitim. Aber ich glaube, es ist völlig normal, dass man auch einfach mal gerne ein bisschen Zeit für sich hat. Und das finde ich auch überhaupt nicht verwerflich. Deswegen finde ich auch diese Bezeichnung mit dem Witwer so krass. Beziehungsweise mit der Witwerin. 5 seltsame Saat. Okay, könnten wir eigentlich demnächst mal wieder ein bisschen... Machen wir dann im nächsten Stream, denke ich. Also im nächsten Stardew Valley Stream. Ja, dann würde ich jetzt mich einfach noch ein bisschen ums Haus kümmern, glaube ich. Haben wir heute eh nicht so viel zu tun. Und ich will eh noch mal ein bisschen diesen Katalog durchstöbern. Ich würde gerne den Abschnitt des Hauses hier, das hier möchte ich gerne so zum Wohnbereich machen. Das heißt, das hier würde ich gerne zu einem einheitlichen Design umändern. Frage ist nur, wie soll das aussehen? Das hier finde ich eigentlich ganz hübsch. Und es würde, denke ich, auch zu der Küche passen, weil dieser Braunton sich, denke ich, mit dem Rot nicht so beißt. Das ist eigentlich ganz hübsch. Warum ist das hier? Warum ist das jetzt nicht? Ich mag halt Rot. Bin ein ganz großer Fan von Rot. So, dann müsste eigentlich hier ein anderer Fernseher hin, weil das fette Gerät hier, das ist, ja. Aber erstmal gucke ich nach einem schönen Boden. Ich hatte hier gesehen, genau die hier, die finde ich eigentlich ganz cool. Gucken wir mal, wie die aussehen. Warum ist hier immer ein Streifen? Naja, egal. Nee, ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen zu anstrengend, den ganzen Raum. Könnte man dann noch nehmen? So Basami-Matten. Wie sieht das aus? Ist auf jeden Fall wesentlich heller. Aber ich bin nicht so ganz zufrieden. Der Streifen ist da, weil da vorher die Wand war. Ja, das habe ich mir fast gedacht.
Aber ich finde es komisch, dass das dann so seltsam programmiert ist. Also mit dem Boden bin ich auch nicht so ganz zufrieden. Chris sagt nein. Steinboden? Nee. Das ist der ganz standardmäßige Boden. Hier sind Fliesen. Das ist so ein bisschen Laminat. Aber das beißt, schräges Laminat, das beißt sich dann wieder mit den geraden Fliesen hier. Wir brauchen schon irgendwas, was eine gerade Struktur hat, auf jeden Fall. Das hier sieht eigentlich ganz schön aus. Das große Laminat hier. Wir gucken mal, das benutzen wir. Nee. Also es ist tatsächlich ganz hübsch irgendwie, aber das beißt sich halt so extrem mit der geraden Struktur der Fliesen hier. Max, lass mich überlegen, bevor ich Nein sage. Aber nein, nein und nochmals nein. Oh, das ist nicht schlecht. Das hat sowas von Holzhütte irgendwie. Und das passt wiederum auch sehr gut zu den Holzbalken hier. Finde ich. Das finde ich eigentlich ganz gemütlich. Ich glaube, das lasse ich erstmal so. So, an Pennys Zimmer können wir ja nichts ändern. Das bleibt so. Da weiß ich noch nicht, was ich hier raus mache. Das Kinderzimmer kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen abändern. Ist vielleicht auch ein bisschen zu bunt. Aber ich glaube, ich richte jetzt erstmal das Wohnzimmer ein bisschen ein. Erstmal das hässliche Ding hier weg. Weg! So. So, wenn ich die Pflanze jetzt abbaue, ist natürlich auch die Pflanze da drinnen weg. Super. So, also einen Kamin hätte ich schon gerne im Haus. Das finde ich eigentlich schön. Aber der ist halt auch so klein. Aber man könnte das tatsächlich so ein bisschen trennen, dass man hier so eine Art Wohnzimmer hinmacht, wo dann der Fernseher steht. Dass hier so ein bisschen Wohnbereich ist. Und hier kann man diese Leseecke wieder hinmachen, die ich ursprünglich da oben drin hatte. So, und den Teppich legt man hier vor den Fernseher. Eins nach hinten vielleicht. Dann kann man die große Couch hier hinstellen. Kann ich die eigentlich auf den Teppich stellen? Ah, ich kann die sogar auf den Teppich stellen. Das, seht ihr das? Das stört mich. Dass das alles immer so unsymmetrisch ist. Kann das nicht symmetrisch sein? Das nervt mich. Die stellen wir da hin und den Sessel stellen wir hier hin. So, dann braucht man eigentlich nochmal diese Couch hier, weil das passt halt farblich nicht zueinander. Da wäre es dann wirklich nötig, dass wir mal diesen Möbelkatalog uns organisieren. Ist jetzt natürlich noch bei weitem nicht. Dein Tablet ist da in Rosengold. In Roségold, oh Gott. Okay. Die sind auch schön hier. Was machst du jetzt mit deinem Tablet? Ich weiß nicht, ich finde das halt. Es sieht halt so seltsam aus, dass hier die Fenster sind, aber eigentlich passt das ja trotzdem hier hin. Ich finde das eigentlich. Vielleicht nicht hier unbedingt. Gute Frage. Oh, Penny kommt nach Hause. So, und das ist jetzt natürlich wieder. So, das meine ich halt. So, die. Man muss halt echt gut gucken, dass man hier eine gute Symmetrie hinbekommt. Jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich das so mache, kriege ich hier das Bücherregal nicht hin. Oder? Doch, das kann ich einfach hier hinstellen, gell? Ja. Gut, dann ist das Fenster da aber sinnlos. Dann machen wir das vielleicht so. Den doch wieder hier hin. Ah, das passt auch wieder nicht. Fehlende Symmetrie macht mich wahnsinnig. Ja, Pflanze neben den Kamin zu stellen, ist, glaube ich, keine so gute Idee. Packen die mal hier hin.
Und die packe ich einfach mal dahin. Oh ja, sagt Elm. Du hast zwar auch so ein Symmetrieproblem. Oh, stimmt. Ich könnte eigentlich so ein grünes Zimmer machen mit dieser grünen Deko hier. Das könnte ich eigentlich hier oben machen. Das wäre irgendwie ganz cool. Was heißt hier Mimimi? Nix Mimimi. Hier vorne könnte ich natürlich auch den Esstisch hinstellen, denken, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Dass man hier vorne einfach den Essbereich macht. Man könnte natürlich auch in die Küche stellen. Bist du immer noch am Dekorieren? Nein, schon wieder. Immer noch, sagt sie. Voll gemein. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. So. Aha, okay. Ihr kennt euch alle. Es ist schon witzig irgendwie, mitzukriegen, wie diese ganzen kleinen Stardew Valley-Sucht, die sich überall in denselben Streams treffen. Zack. Schlimm ist das. Nein, schlimm ist es nicht. Ich finde es eigentlich sehr witzig. Vor allem dieser Todak, ja, dieser Todak, der immer überall ist. Das ist so ein richtig schlimmer. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Nein, du sollst nicht den Wein trinken. Du sollst ihn rausholen. Dankeschön. Ja, aber es ist auch irgendwie. Ich persönlich finde das eigentlich total. Doch, ja, kann man schon. Ich finde das schon sehr sympathisch eigentlich, dass dann irgendwie immer die üblichen Gesichter auftauchen und dadurch entsteht ja auch irgendwie so eine gemeinsame Dynamik. Also ich habe dasselbe Phänomen ja gehabt mit der lieben Scheinra, die ja leider im Moment nicht wirklich streamen kann. Aber durch deren Community halt auch immer wieder Leute dazugekommen sind. Und irgendwie habe ich dasselbe Phänomen gerade mit Stardew Valley allgemein. Also es kommen hier dann vereinzelt mal Raids rein von Leuten, die auch irgendwie einen Bezug zu dem Spiel haben oder dann eben durch euch, wie zum Beispiel durch Sheep oder durch Todak, hierher empfohlen werden. Oder Mari hat das ja neulich auch gemacht. Mari kam ja auch her, die hat Maurius mitgebracht. So, also es ist irgendwie faszinierend, wie sich dann aus so einer kleinen Gruppendynamik irgendwie was Größeres entwickelt. Ich finde das sehr faszinierend. Das ist auch so dieses Twitch ist ein Dorf-Ding. Irgendwie alles kleiner als man meint. Ja, na klar, also im Endeffekt so, das habe ich mir sowieso immer überlegt. Weil du als neuer Streamer oder allgemein generell als Streamer, du teilst dir ja wahrscheinlich so oft die Zuschauer mit anderen Streamern. Und wenn du dann selber als Streamer irgendwo in einem Stream von jemand anders bist und dann überrascht bist, dass du deine eigenen Zuschauer bei denen siehst, ich kann mir vorstellen, dass das hin und wieder auch ganz, ganz cool ist. So. Und das trifft ja genau diese Sache mit dem Twitch ist ein Dorf. Weil man muss natürlich auch sagen, die deutsche Twitch-Community, wie viele Leute mag das umfassen? So, wenn man das natürlich international betrachtet, ist das nochmal was anderes. International ist die Zuschauerschaft wahrscheinlich nochmal wesentlich breiter. Aber so, ich denke mal, der Pool an deutschen Streamern und deutschsprachigen Zuschauern ist ja dann in der Hinsicht schon ein bisschen limitiert. Da wollte ich mich aus meiner großen Bubble mal rausbewegen, habe ein paar andere Streamer gefunden und jetzt kommen zu denen auch schon Leute aus meiner Bubble dazu. Naja, ist ja manchmal auch ganz schön, ne? Ich bin immer gespannt. Also sehr große Dynamik in der Hinsicht sehe ich ja wirklich bei Stardew Valley. Also Stardew Valley macht das ja wirklich viel. Da kommen wirklich viele Leute zusammen, die sich immer wieder kennen aus anderen Streams. Ich bin mal gespannt, wie das dann wird, wenn ich mich dann auch noch ein bisschen in andere Spiele bewege, in andere Spielerichtungen.
Also ich merke es ja zum Beispiel schon bei Zelda, merke ich es ja öfter. Also bei Zelda kommen dann schon ganz andere Leute hier und da mal rum. Natürlich auch die Leute, die einen Bezug zu mir haben oder die einen Bezug zu Zelda an sich haben. Aber das ist schon... ich mag, wie sich das im Moment so entwickelt. Und es hat ja für euch, wenn ihr euch hier alle versammelt oder eben in anderen Streams versammelt und ihr euch aber alle kennt, hat es ja auch den Vorteil, dass ihr wisst, woran ihr seid. Ja? Ihr kennt ja die Leute dann. Das ist genauso wie wenn ich dann bei Scheinra im Stream auftauche oder beim Chris im Stream auftauche oder bei Maddie im Stream auftauche. Nix da, andere Spiele. Das ist ein Schicksal, das wird uns leider ereilen. Außerdem, Sheep, du weißt doch, andere Spiele existieren nicht. Du warst doch eine von denen, die unbedingt sehen wollte, wie ich bei Celeste leide. Wo habe ich denn jetzt Scheinra geparkt? Ach, hier. Nach dem Fakt, wo die gute ist. Also ich denke mal, Stardew Valley wird schon so ein Spiel sein, zu dem wir auch hin und wieder dann irgendwann mal zurückkehren werden. Oder dann halt irgendwann Haunted Chocolatier. Aber wie ich es ja schon ein paar Mal gesagt habe, ich will ja nicht... Ich habe nicht Twitch angefangen, um Stardew Valley Streamer zu werden. Das hat sich jetzt tatsächlich so ergeben und es stört mich auch nicht. Aber ich würde halt einfach gerne auch noch ein paar andere Spiele kennenlernen, die ich auch noch nicht kenne. Und es gibt viel zu viele gute Spiele. Es wäre einfach schade, die links liegen zu lassen. Es ist dasselbe wie mit Musik. So, wenn man sein ganzes Leben lang nur eine Band hört, hat man meiner Meinung nach auch einfach viel gute Musik ausgeschlagen, die man hätte erleben können in seinem Leben. Ist doch schade. Hochlebe Stardew Valley. Nee, ein bisschen Abwechslung ist schon gut. Ich mobbe nur rum. Gott sei Dank. Jetzt schon Sorgen gemacht. Nein, ich kann das ja auch verstehen. Ne? Der Großteil ist ja hier auch wegen Stardew Valley aufgetaucht. Und man hat ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen darum eine Community aufgebaut. Und die Leute freuen sich, das hier zu sehen. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Aber deswegen erwähne ich es hin und wieder mal, dass wir auch mit Sicherheit noch mal an eine Phase kommen werden, wo wir eben nicht Stardew Valley spielen werden. Damit die Leute sich da schon mal ein bisschen mental drauf vorbereiten können. Ich will dich schon gern an Celeste verzweifeln sehen. Ja, die Befürchtung habe ich auch, dass das so kommen wird. Das wären dann auf jeden Fall Streams mit viel Gefluche. Aber wahrscheinlich auch entsprechend unterhaltsam. Ich sehe jetzt schon, da wären Chris seine Clipfinger wund. Chris wird die ganze Zeit nur noch am Klippen. Ich bin auch richtig gespannt, was das morgen wird. Morgen starten wir ja das erste Mal in die Speedrun-Challenge rein, richtig. Ich habe ja alles vorbereitet. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich gestehen. So, Dalle, ich klinge mich mal aus, muss noch ein bisschen was schaffen. Schönen Tag euch noch. Danke, Elm, du verpasst eh nicht mehr viel. Das ist jetzt der letzte Tag. Also der letzte Tag hier in Stardew Valley. Danach hätte ich eh Feierabend gemacht, weil ich habe heute... Wir haben unsere 4 Stunden durch. Also für dich zur Info, wir streamen sowieso meistens nur bis 13 Uhr. Hin und wieder auch bis 14. Das sind aber dann eher Ausnahmen. Also du verpasst quasi nichts mehr. Und im Zweifelsfalle, falls es dich interessiert, könntest du ja auch im Zweifelsfalle die VODs schauen. Die stelle ich immer zur Verfügung. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass du da gewesen bist. Und dass du hier so fleißig mit den Jungs reingeradet hast und den Mädels. War auf jeden Fall, hat mich sehr gefreut. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Würde mich freuen. Hab auf jeden Fall einen schönen Tag. Au. Geh mir aus dem Weg. Ich will da rein.
Ich klippen, wer macht denn sowas? Ah, Chris geht wieder seiner Arbeit nach. Gern, gern, eine gute Empfehlung von Todak. Das freut mich sehr. Dankeschön. So, ja. Das sieht doch gut aus. Hier wird alles fleißig produziert. Los geht's. Dann einmal Sachen verkaufen. Das und das. Die ganze Mayo kann weg. Der Kaffee kann weg. So, habe ich denn irgendwas vergessen? Ich guck mal nach meinen Pflanzen. Wir sind bei Tag 6. Nee, hier ist noch nicht so weit. Aber es geht gut voran. Die ersten Pflanzen müssten bald durch sein. So. Ja gut. Ihr wisst, was das heißt. Ich gehe jetzt weiter mein Haus dekorieren. Zack. Aber vorher muss ich noch ein bisschen Sachen wegpacken. Na, ihr habt ja auch ein bisschen was angesammelt. Dafür, dass ich die Pilze fast alle 2 Tage vergesse. Das habe ich auch vergessen. Oh, wir müssen wieder Wein produzieren. Let's go. Der gute Erdbeerwein. Was habe ich gesagt? 14 waren es, gell? Ja. 14 Fässer haben wir. Und Marmeladendinger. Das machen wir dann demnächst auch mal ein bisschen. Das weiten wir dann auch mal ein bisschen auf hier, die Produktion. Wir müssten eigentlich jetzt wirklich mal nach diesem Möbelkatalog schauen. Von dem Monique meinte, dass der dann doch recht essentiell sei. Aber ich glaube, der war recht teuer. Solltest du irgendwann mal entscheiden, Stardew Valley im Multiplayer zu spielen, vielleicht bin ich dann gewillt mitzumachen. Danach bin ich pleite. 200k kostet der. Oh Gott. Dann überlege ich mir das nochmal. Ich habe gedacht, der kostet irgendwie 50.000 oder so. Ei, okay. Dann spare ich lieber noch ein bisschen. Da bist du wieder. Hey, Maddie, kurz vor Feierabend, das passt ja. Also, was für ein Timing hier. Ich wollte gerade noch ein bisschen nach der Deko gucken. Aber ich habe, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Das Einzige, was ich noch machen will, genau, wir machen jetzt mal das Grünzimmer. Das will ich jetzt mal probieren, ob wir das machen können. Einfach so ein Zimmer, was dann nach draußen, nach Outdoor aussieht. So ein Erholungszimmer quasi. Du bekommst aber alles aus dem Katalog dann kostenlos. Ja, das habe ich ja hier auch schon festgestellt. Aber Kosten, Costa Quanta ist halt nicht ohne. So, was nehmen wir denn da? Das könnte man überlegen. Ich fand auch den Horizont gerade ganz schön. Den hier. Oder das. So, aber ich glaube, das mache ich nicht hier unten. Ich glaube, das mache ich hier oben, neben dem Kinderzimmer. Ist halt die Frage. Vielleicht mache ich den Dekokram erstmal als erstes dran. Dann testen wir, wie das aussieht. Mit der jeweiligen Tapete. Ach, hier kann ich nichts dranhängen. Spannerei. Warum nicht? Finde ich nicht okay. Ha! Das geht sogar auf. Oh, cool! Da wachsen ja Blumen dran. Schön.
Ja, das Zimmer hat jetzt halt noch keinen Nutzen, es soll halt schön aussehen. So, jetzt ist die Frage. Welche Tapete? Nee. Nee, das ist mir zu anstrengend. Von der Sache cool. Aber ist mir zu... Ich glaube tatsächlich, dass mit... Dass sich das so extrem wiederholt, stört mich. Ich fände es cool, wenn es wirklich nur so ein Panorama wäre. Aber das gefällt mir tatsächlich am besten. Ja, muss ich noch mal bei Gelegenheit gucken. Aber einen schönen Boden bräuchten wir noch. Vielleicht den hier? Oder sowas Sandiges? Sowas wie ein bisschen wie ein Teppich ist? Strohboden? Nee. Nee. Das ist auch Sand. Sieht aus wie Boden einfach nur. Gras. Oh. Okay, man kann wirklich so einen richtigen Naturraum machen. Von den dreien fand ich den letzten jetzt am besten. Ja, geht mir genauso. Also die anderen waren mir ein bisschen zu... Okay, bei den Böden gibt es tatsächlich viele sehr coole. Gucken wir mal. Also ich glaube, das Grün wird ein bisschen zu extrem. Kann ich mir vorstellen. Nein! Ah, das ist wieder dieses Zwischending. Ach, I hate it. Nee, das ist zu viel. Warum nimmst du den Katalog nicht einfach mit? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Okay, das Dunkelgrün ist gar nicht so schlecht. Ach, das ist das, was vorher drin war. Ach, das ist ein Sandboden. Ah, okay. Ist natürlich ganz cool. Das könnte man nehmen und könnte diese Palmenwand... Es gibt ja diese Palmentapete. Oder soll ich es doch mal mit den Blättern probieren hier? Das habe ich jetzt natürlich total gefailt. Ach nein, Penny schläft ja schon. Schon wieder so spät. Mitnehmen. Ja, danke für den Tipp. Glanzleistung meinerseits. Wo war denn dieser Blätterboden? Nee. Also ich denke tatsächlich, das helle Gras hat mir am besten gefallen. Das hier. Ist natürlich jetzt nicht perfekt. So, da muss man da noch ein bisschen rumprobieren. Und ich würde gerne in dem Übergang hier, da hätte ich gerne nicht das Gras. Genau, ich hätte gerne das dann irgendwie nochmal ein bisschen anders definiert. Na gut, okay. Ich bin noch nicht so wirklich zufrieden. Aber das machen wir noch. Da lassen wir uns noch was Schönes einfallen demnächst. Wenn ich dann irgendwann den Möbelkatalog habe, kann man dann wahrscheinlich auch mehr daraus machen. Die Miniwand kann ich auch ändern. Ja, das weiß ich. Aber ich finde es doof, wenn das dann so übergeht. Ich hätte das dann gerne irgendwie nochmal... Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Bin noch ein bisschen unentschlossen. Bin ein bisschen überfordert tatsächlich gerade mit der Menge an Auswahl, die man da hat. So, meine Lieben. 7. Tag im Sommer. Es ist 13.13 Uhr. Perfektes Timing, um aufzuhören quasi. Ah. Ah. Ah.